Und die Bilder, die man da gesehen hat, das kann man gar nicht alles in Worte fassen. Was mich so sehr beeindruckt hatte, war mal, dass ein Tisch in den Baumkronen hing, fehlten nur noch die Stühle rundherum. Oder Krautsand bin ich gewesen. Da stand nur noch der Innenkamin. Alles andere war weg von dem Haus. Außerdem ein großes Schiff stand auf Land. Das sind alles so Eindrücke, die man nicht vergisst. Und irgendwann, durch dieses viele Leid von den Leuten, diese traurigen Menschen, die denn nun auch ohne was da waren, die ihr nacktes Leben gerettet hatten, und das konnte ich manchmal nicht mehr ertragen. Da habe ich irgendwo, ja, da musste ich meine emotionale Schiene wirklich schließen, sonst hätte ich es nicht, auch keine 3 Wochen ausgehalten. Wir hatten selber noch Verwandte da, zu denen wollte ich dann auch unbedingt noch hin. Da bin ich dann auch noch auf endlosen Umwegen hingekommen, weil überall die Straßen kaputt waren, man konnte nirgendwo fahren, überall noch Wasser. Und die haben mich dann da doch noch hingebracht und die saßen alle im Trockenen.